Hallo liebe Primatengaffer, hier ist der Momo am 28.04. und willkommen zu Monkey News. Jo, wie sich die meisten von euch fragen werden, wo bleiben die allgemeinen Themen? Aber das Wichtigste vorweg, und zwar, warum sitze ich nicht mit BH und String hier? Ihr glaubt doch nicht, dass ich mir meine zukünftige Karriere hier kaputt mache, weil ich mich im Internet prostituiere für so ein paar Likes und Views. Nee. Also die allgemeinen Themen. Es geht los mit Loot Chest. Wir haben Loot Chest als neuen Partner für uns gewonnen. Das könnte euch schon aufgefallen sein, falls ihr mal wieder auf der Facebook-Seite von uns wart. Da haben wir so einen Banner drin und sonst auf der Homepage taucht das Ganze auch auf. Ja, und das heißt im Prinzip, dass Mitglieder Rabatte beim Kauf bekommen, falls sie Interesse haben. Falls da aber nochmal Rückfragen sein sollten, wie auch öfter zu Volt Cola oder ähnlichem, dann einfach nochmal bei uns melden. Wir erklären euch das gerne alles. Weiter geht's dann mit der LOL Academy, die befindet sich immer noch im Aufbau. Bonk ist aber drauf und dran, hat es leider auch noch nicht geschafft. Da halten wir euch aber auch nochmal auf den Laufenden. Er meinte, dass er es bis Mitte Mai fertig kriegt. Ich hoffe es, weil dann kriegt unsere Community definitiv einiges an Zuwachs. Die entsprechenden Texte und die Vermarktung übernehmen der Chris und ich dann in dem Fall. Das kriegen wir schon alles gut hin. Das wird bestimmt eine Bombensache. Und ich freue mich drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Und ansonsten noch die Trikots. Die ziehen sich noch ein bisschen weiter hin, weil leider der Designer wohl krank geworden ist. Das ist ein bisschen schade. Können wir aber nichts dran machen. Geht aber auch nicht unter. Ist alles auf dem Wege. Joa, und dann machen wir auch schon weiter mit den Teams. Nein, ich sitze immer noch nicht in Spring BH hier. Als ob ihr das machen würdet, wenn ihr mal ehrlich seid. Nein, würdet ihr auch nicht machen. Nein! Nein! Also, hört auf zu nerven jetzt. Weiter geht's mit den Teams. Dazu erstmal zum Crossfire-Team. Das Crossfire-Team hat in der Crossfire Spring League 2014 Group Stage die ersten zwei Matches gewonnen, und zwar gegen Terra Gaming und Team Banhammer. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Und dann flog mir gerade noch so ganz spontan eine Meldung über das CSGO-Team auf mein Handy. Und zwar Gewinner der Spring Season 2014. Da haben wir mit unserem CSGO-Team den zweiten Platz belegt. Ebenso auch nochmal erwähnt der Aufstieg in die Premier Division. Da auch herzlichen Glückwunsch. Anscheinend hat das Team sogar schon einige Fragen von anderen Clans bekommen, aber die Jungs bleiben erstmal bei uns und das spricht natürlich auch für uns. Da, wie gesagt, auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Und Kamot und Jone haben den Aufstieg in die Division der 101 Series EU geschafft. Natürlich in Hearthstone, da auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ja, alles Weitere dann natürlich wieder nächste Woche vom Bonk, der euch da die nächsten Infos zuschiebt. Und wir machen weiter mit den Events. Die Events, ja, bei den Events natürlich wieder heute Abend, der Community-Abend normalerweise um 19 Uhr. Ich habe aber gerade gesehen, auf dem Teamspeak heißt es 20 Uhr. Wenn wir das noch frühzeitig hochgeladen bekommen, dann kriegt ihr sogar die Info noch vor dem Meeting. Ansonsten wisst ihr natürlich Bescheid. Normalerweise immer jeden Montag 19 Uhr. Heute, wie gesagt, ausnahmsweise um 20 Uhr. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, dass das Team-Meeting jetzt am Dienstag auf 19 Uhr gelegt wurde. Hat was mit dem Manager-Meeting zu tun und den Zeiten, wann ihr und wann wir können. Ja. Das sollte mittlerweile bei allen klar sein, ging in der WhatsApp-Gruppe auch herum. Trotzdem hier nochmal erwähnt, Team-Meeting bitte 19 Uhr am Dienstag. Wenn ihr nicht könnt, dann einfach bitte einen Vertreter aus dem Team vorbeischicken, der kann dann die entsprechenden Infos an den Rest des Teams weiterleiten. Ja. Media! Media, 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 Media. South Park muss ich leider erstmal auf Eis legen. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ich war zwar kurzzeitig auch im Urlaub, verbringe aber momentan viel Zeit, wenn ich nicht gerade mal ein Stündchen für Hearthstone am Tag Zeit habe, damit zu lernen. Ich schreibe in 5 Tagen meine erste Abschlussklausur, von daher bin ich da leider zeitlich momentan etwas eingebunden und kann mich auf sowas nicht so ganz konzentrieren. War natürlich eine super Idee, das vorher noch anzufangen mit einer Folge. Das tut mir auch herzlich leid, werde ich auch
zu entsprechender Zeit, wenn es da noch irgendjemand interessieren sollte, weiterführen. Ansonsten das Interview Monkeys Inside mit Xetag ist gemacht. Videomaterial ist da. Die Facebook-Fragen, die ihr mir gestellt hattet, beziehungsweise Xetag gestellt hattet, konnte ich nicht mehr alle weiterleiten, weil manche teilweise 2 bis 3 Tage später kamen. Das ging nicht mehr. Ich habe es gesunderweise irgendwie ein paar Stunden vorher auf Facebook gefragt. Ich dachte auch, das funktioniert ein bisschen spontaner. Ein paar Fragen konnte ich zwar weiterleiten, aber bleibt gespannt. War auf jeden Fall auch ein interessantes Interview. Auch hier nochmal wegen der Premier Division und Co. vielleicht nochmal die ein oder andere interessante Frage. Ansonsten mit Xetag ist abgeklärt, was aus der Community gefordert wurde. Und zwar, wenn die Jungs mal wieder ein A-Series, nein, ist das auch Premier Division Game haben, dann streame ich sie auch ganz gerne und versuche das eben zu kommentieren oder hole mir jemanden dazu, der da mehr Ahnung von hat als ich. Und ja, dann könntet ihr euch das dementsprechend dann auch anschauen. Und das ja, hat sich letztes Mal die Community etwas gewünscht. Ist nicht vergessen, ist alles in Arbeit, ist alles auf dem Wege. Ansonsten noch zur Homepage. Und zwar die Homepage ist momentan ein bisschen langsam, wie einigen von euch vielleicht schon aufgefallen ist. Das liegt daran, dass wir momentan viele Streams wohl, ich zitiere, am Start haben. Das heißt, wohl, ich denke, auf der Homepage irgendwie eingetragen oder aktiv, die irgendwie mit der Homepage gekoppelt sind, die werden wohl irgendwie dann im Hintergrund mitgeladen, denke ich, glaube ich. Und das hat zur Folge, dass die Homepage dann dementsprechend etwas langsamer lädt. Ich kann auch nur noch auf meinen Stream nochmal verweisen, weil ich bin ja so ein lustiger Streamer und mache das ja momentan so gerne und auch sehr häufig. Wenn ihr da Bock habt, schaut da einfach nochmal rein. Ansonsten, ja. Alles Weitere folgt die Tage. Und nächste Woche wieder viel Spaß mit Bonk. Cheerio! I'm sexy and I know it.